Hallo, ich bin Mike und ich bin als Hochzeits-DJ unterwegs. Und in diesem Video möchte ich dir mal 5 Dinge zeigen, die für dich als DJ auf einer Hochzeit absolute No-Gos sind. Viel Spaß! Dich vor dem Notausgang aufzubauen, das geht absolut gar nicht. Das ist fahrlässig und vor allem ist es gesetzeswidrig. Jetzt stell dir mal vor, es passiert wirklich was in der Location. Es brennt, es muss geräumt werden oder irgendwelche anderen Sachen. Und alle Gäste stürmen bei diesem Feueralarm zu diesem Ausgang raus und du stehst mit deiner Technik davor. Es ist nicht nur hinderlich, dass die Gäste nach draußen kommen, sondern sie rennen auch rigoros einfach deine Technik um. Da gehen Lautsprecher zu Bruch, dein DJ-Equipment ist futsch und noch viel mehr und Gäste verletzen sich dabei. Deswegen ein absolutes No-Go, dich vor einem Notausgang aufzubauen. Mach das nicht. Irgendwelche Techno-Musik, Death Metal oder andere krasse Musik als Hintergrundmusik zum Essen zu spielen. Das geht absolut gar nicht. Da fliegt Opa ja das Gebiss weg, wenn du die ganz neue Slipknot-Scheibe reinhaust. Ein absolutes No-Go. Eher eignen sich als Hintergrundmusik solche gemütlichen Sachen. Ich sag da jetzt mal ein bisschen Lounge-Musik, ein bisschen Chill-Out-Musik, gerne auch gemütliche Bar- oder Jazz-Musik. Das sind gute Variationen, die man als Hintergrundmusik verwenden kann. Vor allem soll sich diese Musik unter gar keinen Umständen in den Vordergrund spielen, sondern sie ist nur als unterstützende Maßnahme da, damit Gäste in Ruhe essen können, sich in Ruhe unterhalten können. Sie soll wirklich nur als raumfüllende Maßnahme da sein, damit der Raum nicht ganz so tot klingt. Da sind solche Dinge wie Slipknot, Death Metal, Techno oder sonstige harte Partymaßnahmen ein absolutes No-Go. Wie gesagt, gemütliche Sachen sind da eher für geeignet. Ich habe da auf meiner Facebook-Seite übrigens im Notizenbereich, findest du einen kleinen Blogbeitrag. Da stelle ich dir 2-3 CDs vor, die ich für Hintergrundmusik sehr, sehr oft verwende und sich dafür wunderbar eignen. Und was du auch nicht tun solltest, ist deinen Musikgeschmack vor den des Brautpaares zu stellen. Denn du bist an dem Abend Dienstleister und bist kein Superstar wie David Guetta oder ähnlichem. Das Brautpaar hat dich nicht gesucht, damit du deine eigene Musik nach vorne spielen kannst, sondern damit du ihre Musik spielen kannst, ihren Musikgeschmack erkennst und für eine tolle Stimmung auf ihrer Feier sorgst. Du kannst das Brautpaar mit deiner Erfahrung zwar unterstützen, um zu sehen, welche Hits eignen sich auf dieser Feier besonders gut. Das ist eine andere Variation, als wenn du wirklich deinen puren eigenen Geschmack in den Vordergrund spielst, weil das ist ein absolutes No-Go. Deswegen bucht dich ein Brautpaar nicht, sondern dass du Musik für sie und für die ganze Gesellschaft spielst. Und auf einer Hochzeit sind halt von jung bis alt jeder vertreten, für jeden sollte was dabei sein. Dafür wurdest du gebucht. Unfreundlich oder schlecht gelaunt sein. So miese Peters auf Hochzeiten, besonders als Dienstleister, die gehen mal absolut gar nicht. Besonders du als DJ, du bist für die Stimmung am Abend verantwortlich. Da will keiner einen DJ sehen, der schlecht gelaunt hinter seinem DJ-Pult rumsteht und einfach keine Stimmung aufbauen kann. Das heißt, lass deine Sorgen zu Hause, die werden auch auf dich warten, wenn du später nach Hause kommst. Sorge auf einer Feier für eine gute Stimmung. Und diese gute Stimmung kannst du schon damit erreichen, indem du einfach selbst gut gelaunt hinter dem DJ-Pult dastehst. Das heißt, du lächelst, du tänzelst ein bisschen mit, du bist einfach gut gelaunt, auch wenn Gäste nach vorne gucken, wo die Musik herkommt und dich hinter dem DJ-Pult stehen sehen, dann sehen sie einen gut gelaunten DJ, der wie gesagt vielleicht sogar von seiner eigenen Musik überzeugt ist. Und diese gute Stimmung, die springt auch auf die Gäste und auf die Stimmung im Saal über. Und so kannst du damit die Feier unterstützen, indem du einfach gut gelaunt auf eine Feier drauf gehst. Patzig oder unfreundlich auf Wünsche von Gästen und vom Brautpaar reagieren, besonders bei zum Beispiel Musikwünschen. Natürlich ist es mittlerweile Trend der Zeit, ich erlebe das ja sehr, sehr häufig selber, dass irgendjemand zu dir ankommt, sein Handy unter die Nase hält und sagt, spiel mal! Ey, da sind Titel oftmals dabei, die habe selbst ich als DJ noch nie gehört. Die kommen aus irgendwelchen Unterarchiven, irgendwelchen Underground-Szenen mit raus. Ey, die kenne nicht mal ich. Oder die wollen Titel Nummer 7 vom 11. Album von der und der Band haben.
Ey, selbst das geht nicht. Besonders wollen wir solche Musikwünsche überhaupt haben? Der eine freut sich vielleicht darüber, aber die anderen 100 Gäste, die auf der Feier sind, die können wahrscheinlich mit diesem Titel genauso wenig was anfangen wie du selber. Wichtig ist, dass du diesen Menschen dann nicht unfreundlich oder patzig gegenübertrittst, sondern sie, wie gesagt, freundlich einfach sagst, dass dieser Musikwunsch vielleicht nicht reinpasst oder für den Abend einfach wirklich nicht in das Musikprogramm reinpasst. Besonders sei freundlich, weil auch diejenige Person, die sich das wünscht, hat deinen Respekt verdient und ein Gespräch oder ein erfolgreicher Austausch basiert auf Respekt und auf gleicher Augenhöhe. Deswegen reagiere nicht potzig, wie zum Beispiel, ich erlebe das bei anderen DJs, die sagen dann zu den Wünschenden: Alter, was ist denn das für eine Grütze? So eine Scheiße habe ich noch nie gehört. Was? So einen Müll kannst du zu Hause hören, aber auf der Feier läuft sowas nicht. So eine Scheiße kommt mir nicht in den Plattenteller. Hau ab. So solltest du unter gar keinen Umständen auf Musikwünsche reagieren. Gespräche und Diskussion basieren auf gleicher Augenhöhe und mit gegenseitigem Respekt. Selbst wenn es ein Wunsch ist, den du vielleicht gerade nicht bedienen kannst, weil er einfach nicht in den Flair oder in die Atmosphäre der Feier reinpasst oder gerade einfach nicht in dein Musikprogramm. Das kannst du deinem Gegenüber aber auch offen, ehrlich und vor allem fair erklären. Das waren sie, meine 5 Dinge, die du als Hochzeits-DJ auf einer Hochzeit unter gar keinen Umständen machen solltest. Vielleicht hast du noch viele andere Kuriositäten erlebt oder vielleicht bei anderen DJs schon gesehen. Wenn, erzähl es mir doch und schreib es hier unten einfach in die Kommentare mit rein. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du mehr von mir sehen möchtest, dann abonniere doch meinen YouTube-Kanal. Den findest du direkt hier oben rechts. Dann sehen wir uns im nächsten Video schon wieder. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, der Mike.